Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar habe ich die Glossy Box Young bestellt. Hier ist sie in dem Karton und die Glossy Box Young kommt, ich glaube, alle 2 Monate neu raus. Ich weiß nicht, ob man die sich abonnieren kann, ich glaube aber nicht. Die kostet so 9,95 €, also die ist halt ein bisschen günstiger als die, die so normalerweise rauskommt. Aber dafür hast du halt so ein bisschen, ja, eher so Drogerieprodukte da drin, die halt jetzt auch nicht so mega hochpreisig sind, also nicht von so hohen Marken. Und aber halt sehr praktische Sachen. Also es war auch schon mal eine Seife drin und Zahnpasta und so weiter. Ne? Ich bin gespannt drauf. Ich weiß nicht, wenn du gespannt drauf bist, dann, ja, weiß ich nicht. Hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, also im Prinzip sieht die genauso aus wie die Glossy Box, wenn sie halt ankommt. Ne? Es wird auch tatsächlich als Box von der Glossy Box Young oft eine alte Variante von einer Special Box der Glossy Box verwendet. genau. Hier haben wir jetzt aber tatsächlich das ganz normale Design von der Glossy Box. Ein bisschen Werbung ist ja auch noch mit drin. Eine Leseprobe sehe ich gerade von The Bells, Schönheit regiert. Ja, also, ne, Leseproben finde ich jetzt meistens nicht so geil und naja, egal. Aber wir machen mal das schöne Ding hier auf. So, Deckel ab. So sieht die Box aus. Meistens ist die dann halt auch ein bisschen leichter. Du hast auch in der Glossy Box Young, ähnlich wie bei der Glossy Box, halt 5 Produkte drin. Vom Wert her ist die immer ein bisschen geringer, ne? Oh, es riecht unheimlich geil hier raus. Wow, richtig schön blumig. Da bin ich gespannt, was da jetzt drin ist. Dann würde ich sagen, wir öffnen das Schleifchen. Nein, ich würde es nicht sagen, ich sage es. Auch wie bei der Glossy Box, das ganz klassische Seidenpapier. Aber es ist halt eher an die jüngere Generation gerichtet. So, und hier hast du nicht so ein Heftchen mit, sondern einen Flyer. Und hier steht auch Glossy Box Young Beauty. In Love with Glossy Box. Pure Lebensfreude, frische Beauty-Ideen und positive Vibes. Dafür steht unsere neue Glossy Box Young Beauty. Hol dir für dieses Beauty-Jahr Inspiration in Sachen trendy Make-up sowie Haarlooks. Träum dich dank duftender Pflege-Essentials an die schönsten Orte und verliebe dich in das Beauty-Leben in all seinen bunten Facetten neu. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossy Box Young Beauty-Team. Ja. Das ist ganz niedlich gemacht, ganz freundlich. Hier hinten stehen dann die Produkte drauf, die drin sind. Aber wir wollen ja mal reingucken. Ja, ich hatte ja gesagt, dass da halt auch so ein bisschen praktische Dinge mit drin sind. Da hast du hier von D-Make-Up Abschminktücher. Eigentlich wollte ich ja keine Abschminktücher mehr kaufen. Aber wenn sie in solchen Boxen drin sind, dann benutze ich sie halt. Ich schmeiße ja nichts weg, Leute. Bei mir kommt nichts weg. Genau, ja, da sind dann einfach weich und effizient Abschminktücher mit drin. Das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte. Da hast du hier eine Meerjungfrau drauf, die so ein bisschen an Ariel erinnert mit ihren pinken Haaren. Ja, ne? Braucht man immer Abschminktücher. Dann ist hier ein Nagellack drin und das ist aus der neuen Essence-Kollektion. Essence Shine Last and Go, ein Gel Nail Polish und die Farbe ist echt interessant, ne? Das ist die Farbe 13 Legally Pink. Der wird definitiv sehr bald in eine Verlosung wandern, denn ich trage keinen Nagellack auf meinen Fingernägeln. Das sind ja Gelnägel, wenn dann auf den Fußnägeln. Und da finde ich Pink jetzt nicht so ultra geil. Da trage ich meistens einfach Rot oder sowas in die Türkis-Richtung, hellblau oder sowas. Im Sommer finde ich das echt schön. Naja, aber der wird auf jeden Fall weiter wandern, denn der ist echt nichts für mich. So, dann habe ich hier so ein Zopfgummi drin, was tatsächlich zu klein sein wird für mich, weil mit meinem Bommel, da brauche ich einfach etwas weiteres. Das heißt, auch das Zopfgummi wird weiter wandern. Solida.de. Mhm. Diesen Artikel und noch viele mehr erhaltet ihr bei unseren Handelspartnern Karstadt, Müller und Globus. Na guck. Ja, also es ist ein schönes Zopfgummi, ne? Was halt hier ein bisschen dicker ist. Dann hast du hier das so ein bisschen samtiger außen. Blau finde ich jetzt nicht so bombastisch. Und ich finde es halt vom Durchmesser her echt zu wenig. Aber wenn du dir jetzt nur so einen Pferdeschwanz oder sowas machen würdest, ist es wahrscheinlich sehr gut geeignet. Trage ich aber recht wenig, also selten. Meistens trage ich meine Haare halt offen oder eben als Bommel.
Und da wäre das dann ein bisschen nicht so sinnvoll für mich. So, was haben wir hier? Von Alverde Naturkosmetik. Jelly Pudding Lipgloss in der Farbe 10 Pastel Rose. Okay, das gucken wir uns jetzt aber mal an. Glossy Shine und Pflege. Die hochglänzende Formulierung mit pflanzlichen Ölen und Shea-Butter pflegt ihre Lippen und lässt sie glatt erscheinen. Glatt? Gucken wir mal. Ach, da ist so ein Puffel hier vorne drauf. Das ist natürlich süß, ne? Das gefällt mir. Wie du einfach drauf drückst und da eine Blase rauskommt. Okay, das Produkt habe ich noch nicht ganz so verstanden. Bislang kommen da Blasen. Okay, jetzt kommt was. Merkwürdiges Produkt, okay. Ach so, okay, und das trägst du dann mit dem Puffel auf. Das muss man dann so verblenden. Riecht ein bisschen nach Kirsche, ein bisschen nach säuerlich, nach Sauerkirsche, nach säuerlicher Kirsche. Okay. Und es ist farblos. Also, ne, da sieht man nichts von. Das heißt, ich mache mir mal eben meinen Lippenstift, sofern ich ihn denn abkriege, ab und werde das mal benutzen. So, der Lippenstift ist ab. Das war übrigens von Essence der All About Matte. Der ist todesmatt, aber ganz geil. So, dann nehme ich mir hier mal das Puffelding. Und trage es mir mal auf. Jetzt kommt Farbe mit. Seht ihr das? Eben kam keine Farbe mit. Ja, also so sieht es dann auf den Lippen aus. Es ist natürlich ganz glossy und es fühlt sich auch sehr pflegend an. Das definitiv. Also das lässt sich nicht abstreiten. Ja. Es ist mir ein bisschen zu rosamäßig und vom Auftrag her ist es mit diesem Puffel nicht so einfach. Und ich finde es auch nicht ganz so hygienisch, muss ich gestehen. Naja, also kann man machen, muss man aber nicht. ja, also da das halt eher so an die jüngere Generation gerichtet ist, macht es vielleicht schon Sinn, dass man da ein Produkt hat, was vielleicht von der Farbe her so eher ins Rosane geht, also eher ins Mädchenartige. Naja, aber ich finde auf jeden Fall, dass die Lippen dadurch gepflegt werden. Die fühlen sich jetzt sehr gut an, dadurch, dass ich halt vorher so einen mega matten Liquid Lipstick drauf hatte, atmen meine Lippen jetzt quasi auf und freuen sich über die Pflege und über die ganzen schönen Sachen, die gerade so reinkommen. Ja, aber wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, rennt los und holt euch den. Er war halt jetzt mit dabei und ich werde ihn benutzen, aber es ist jetzt nicht mein absoluter Favorit. So, hier kommt auch etwas aus der Valentinstagsbox, Glossy Box. Also genau das gleiche hatte ich schon drin. Das habe ich auch schon mal mit euch ausprobiert, ne? Das ist halt auch so ein Haargummi oder halt kannst du auch als Armband verwenden. Bei meinem Bommel funktioniert das nun mal einfach nicht. Das wird in eine Verlosung mit reinwandern. Also, ne? Kann sich jemand anderes drüber freuen. Genau, das ist auch von Purelay. Das ist natürlich eine coole Sache, dass es von der Marke ist. Ach so, und ihr habt hier übrigens noch die Möglichkeit, bis zum 31.03. mit dem Code LOVE25 25% Rabatt bei Purelay zu kriegen. Ich bin dem, was so gut riecht, auf die Spur gekommen. Von Duschdas, verträumte Wassermelone-Duftexplosion. Das ist eine handgemachte Badekugel. Und das finde ich ja ultra schön. Oh, das gefällt mir so gut. Ich habe keine Badewanne, deswegen kann ich es nicht benutzen. Aber ich werde es verschenken. Und es riecht richtig gut. Boah, Wassermelone. Richtig geil fruchtig. Ein bisschen frisch aber auch. Das heißt, es ist auf jeden Fall was für den Frühling. So ein bisschen einen auf Sommer einstimmen. Ausgehen heute nicht. Mit dieser spritzigen Badekugel ist was los in deinem Badezimmer. Leg dein Telefon weg. Heute Abend gibt es nur dich und ein belebendes Bad mit dem frischen Duft nach Wassermelone. Läuft. Ja, also da kann ich auf jeden Fall jemanden mit glücklich machen und naja, derzeit nicht selber behalten. Tja, als kleines Fazit muss ich tatsächlich sagen, die Produkte waren eher so lala. Klar, die Make-up-Tücher werde ich benutzen, sie sind jetzt da. Mindestens zum Nagellack entfernen sind die gut. Ja, und den habe ich jetzt ja auch benutzt, den werde ich auch behalten. Ansonsten bin ich zu alt für diese Box oder sind die Produkte einfach nicht so berauschend? Ich weiß es wirklich nicht, ne? Aber meins ist es nicht. Trotzdem, ich bin ein neugieriger Mensch, ich werde mir die wahrscheinlich immer wiederholen. Ja.
machst du nichts dran, ne? Mit den ganzen gesammelten Glossy Points, die man so hat, kann man sich dann ja auch die Glossy Points umwandeln lassen und sich davon dann ja eine Box holen, eine Glossy Box Young. Das heißt tatsächlich, dass ihr mich tatkräftig dabei unterstützt habt, dass ich mir diese Box holen konnte. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, der Wert der Produkte, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke eher, dass es so eine Nuller-Geschichte ist. Sprich, du zahlst 10 Euro und 10 Euro sind dann die Produkte wert. Ich weiß es nicht. Ich blende es hier euch mal ein. Also meine Vermutung ist, dass der Wert sich ungefähr bei 10 Euro befindet. Ja, ich weiß nicht. Wie hat dir die Box gefallen? Stimm doch mal hier oben ab. Da mache ich dir mal so eine Abstimmung. Da kannst du in Schulnoten das bewerten. Ja, und das war's dann auch schon. Dann würde ich einfach sagen, ich hoffe, dass dir mein Video gefallen hat. Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Und das sind richtig viele. Hier unten mein neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir einfach gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!